Du musst dich so betrachten, wie du bist. Und wenn du dich dann magst, wenn du dich selbst annimmst, dann löst sich das Schweigen und du kannst den Dialog aufnehmen. Es muss gar nicht alles schwarz oder weiß sein. Die Dinge sind viel interessanter, wenn es viele Grautöne gibt. Ich möchte etwas erschaffen, eine eigene Handschrift. Ich will selbst Zeichen setzen. Geschichte und Tradition interessieren mich nicht. Louise Bourgeois wird am 25. Dezember 1911 in Paris geboren. Sie ist die zweite Tochter von insgesamt drei Kindern. Ihre Mutter restauriert historische Wandteppiche, die ihr Vater von seinen häufigen Reisen mitbringt. Reisen, die er als Vorwand benutzt, um der Familie fernzubleiben. Immer wieder geht er auch auf die Suche nach Statuen für seine Sammlung. Diese Leidenschaft ist prägend für Louise und weckt ihr Interesse an der Bildhauerei. 1912 zieht die Familie nach Choisy-le-Roi, wo Louise einen Teil ihrer Kindheit verbringt. Ihr Elternhaus bildet später ein zentrales Motiv ihrer Arbeit. Nach dem Abitur studiert sie Mathematik an der Sorbonne, besucht aber gleichzeitig die Kunstateliers Ranson, Julien und La Grande Chaumière. 1937 lernt Louise den amerikanischen Kunsthistoriker Robert Goldwater kennen und heiratet ihn. Ein Jahr später gehen sie in die USA. 1949 stellt die 38-Jährige erstmals eigene Skulpturen aus. In den 50er Jahren ist Louise Bourgeois' Einfluss in der Bildhauerszene noch gering. In den 60ern nehmen ihre Skulpturen eine neue Dimension an. Sie experimentiert mit den verschiedensten Materialien: Latex, Marmor, Zement und Holz. Eine Retrospektive im Museum of Modern Art in New York 1982 bringt ihr endlich die gebührende Anerkennung. Sie wird zum Vorbild der jungen Künstler. ...1993 vertritt sie die USA auf der Biennale in Venedig. Dort zeigt sie vier Skulpturen, vier Zellen, wie sie sie nennt. Vor dem Abtransport ihrer Werke nach Venedig traf ich mich mit ihr in ihrem Atelier in Brooklyn. Als ich nach Frankreich zurückkehrte, suchte ich mein Elternhaus. Es war abgerissen und an seiner Stelle das Théâtre Paul-Éluard errichtet worden. In Frankreich wird so vieles zerstört. Darauf soll die Guillotine hier hinweisen. Die Vergangenheit wird von der Gegenwart enthauptet. Ist die Guillotine vielleicht auch eine Anspielung auf die französische Revolution? Nein, nein. Die Guillotine dient hier nur als Ausdrucksmittel, um zu zeigen, dass die Vergangenheit verschwindet. Wenn einem das klar wird, ist das zunächst ein Schock und durchaus schmerzlich. Dieses Haus gibt es nicht mehr, also existiert es jetzt als Kunstwerk? Genau. Das findet sich oft in Ihrer Arbeit. Eine Art Exorzismus, ja. Es läuft ganz oft so ab. Das ist also auch eine Art zu vergessen, was sich nicht vergessen lässt. Ja, genau. Es ist schwierig, die Vergangenheit wieder auferstehen zu lassen, weil sie immer zwei Gesichter hat. Das eine ist die positive Seite. Jemand hat mal zu mir gesagt, aber Louise, du hattest doch eine Bilderbuchkindheit. Eine blödsinnige Behauptung. Einerseits war es eine Bilderbuchkindheit, aber andererseits war diese Kindheit auch sehr schmerzlich. In unserer Familie grassierte eine Art Virus, der für uns sehr traumatisch war. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Geschwister. Wir litten unter einem tiefen Riss, der sich quer durch unsere kleine Familie zog. Dieser Riss kam dadurch zum Ausdruck, dass mein Vater Mätressen mit nach Hause brachte.
Das war seine Sache, ich verurteile ihn nicht dafür. Aber er brachte Mätressen mit nach Hause. Und das war für uns ein absolutes Trauma. Soll die Guillotine also auch auf diesen Aspekt hinweisen? Ja, sie soll daran erinnern, dass sich die Menschen innerhalb der Familie gegenseitig köpfen. Dass also nicht nur der Vergangenheit von der Gegenwart grausam mitgespielt wird, sondern dass die Guillotine auch innerhalb der Familien zum Einsatz kommt. Dort findet eine zumeist unausgesprochene Gewalt statt, denn in Familien wird ja vieles unter den Teppich gekehrt. Nach außen hin ist alles bestens und in schönster Ordnung. Doch in Wahrheit herrscht eine furchtbare Grausamkeit, die nicht offen gezeigt wird. Die man aber auch nicht vergessen kann. Deshalb musst du diese Vergangenheit wieder auferstehen lassen und hoffen, das einigermaßen objektiv zu tun, um dich davon zu befreien. Glauben Sie, es ist möglich, sich von der Vergangenheit zu befreien? Das musst du sogar, sonst erstickst du daran. Aber es ist sehr schwierig, sich von einer Vergangenheit zu befreien. Das ist eine Art Taschenspielertrick, den mein Vater im Krieg gelernt hat. Er sagte immer zu mir, im Schützengraben hatten wir so viel Zeit und so viel Angst, es war so schrecklich, dass wir uns mit Spielen bei Laune hielten. Zum Beispiel lernte er im Schützengraben Schach zu spielen und Karten. Und hier, das ist auch so etwas, was er dort gelernt hat. Mit einem Messer wird eine Person, eine Frau, in die Orange geritzt. Sehen Sie, das hier ist Ihr Kopf, das sind Ihre großen Brüste und das ist Ihr Bauch. Wir lösen die Schale ab und sie bekommt eine wallende Haarpracht. Jetzt heben wir sie vorne ab, erst die Brüste und dann den Bauch. Sehen Sie so. Wenn dann schon alle A rufen, kommt das hier. An dieser Stelle sagte mein Vater, seht mal, Kinder, das ist doch großartig, was sie hier hat. Diese Szenen spielten sich regelmäßig bei Familientreffen am Tisch ab. Ich muss euch wohl nicht erst sagen, dass diese kleine Figur ein Porträt meiner Tochter ist. Und zwar nicht von Henriette, sondern von Louise. Ein kleines Abbild von unserem Louischen. Aber das ist mir gründlich daneben gegangen. Denn es ist wohl unnötig zu erwähnen, dass Louise dort gar nichts hat. Das Ganze ist also ein bedauerlicher Irrtum. Er machte damit ganz eindeutige Anspielungen auf die kindliche Sexualität, die extrem grausam waren. Ich war also nicht nur bucklig, sondern hatte zu allem Überfluss dort nichts. Was meinen Sie wohl, wie ich mich selbst fand? Welche Folgen das hatte? Ich weiß es nicht, aber es hatte durchaus seine Folgen. Genau das sehen Sie in meiner Arbeit. Dort ist es nicht ganz so explizit. Ich drücke es hier bewusst deutlich aus. Genau darum ging es mir lange in meiner Arbeit, um die Destruction of the Father. Er hatte mich so grausam verspottet, dass ich sehr viele Werke schuf, die die Vernichtung meines Vaters zum Thema hatten. Da mich mein eigener Vater so verletzt hatte, weshalb sollte ich da nicht die anderen verletzen? Das ist eine Art Übertragung. Ich nehme mir also ein Tier, ein eindeutig männliches Tier, und gebe es der Lächerlichkeit preis. Ich versehe es mit Brüsten und danach bekommt es noch ein zweites Paar Brüste. Warum auch nicht? Danach trenne ich ihm den Kopf ab. Das ist auch eine Art von Gemeinheit. Genauso wie ich gemein behandelt worden war. Du bist gemein zu mir, also bin ich auch gemein zu dir.
Meine Mutter vertrug den Winter in Paris gar nicht. Nach dem Krieg und der spanischen Grippe war sie sehr anfällig geblieben. Also zogen wir jedes Jahr in den Süden. Wir nahmen den Train Bleu und Papa fuhr mit dem Auto hinterher, begleitet von Sadie. Offiziell sollte Sadie Henriette, Pierre und mir Englisch beibringen. Aber in Wirklichkeit war sie die Maitresse meines Vaters. Natürlich hatte das psychologische Auswirkungen auf uns Kinder. Sadie, die uns dreien Englisch beibringen sollte, mochte meine Schwester nicht besonders und hasste meinen Bruder. Also blieb nur noch ich übrig und sie konzentrierte sich darauf, mir Englisch beizubringen. Wir befinden uns beide in dieser Zelle, umgeben von 5 Schwimmern, wie sie wohl beim Angeln verwendet werden. Auf diesem Tisch hier sehen wir diese Hände in einer äußerst ungewöhnlichen Position. Und die Atmosphäre ist insgesamt, ja, wie eigentlich, das möchte ich Sie gerne fragen. Angespannt. Ja, eine angespannte Atmosphäre. Ein bisschen so wie in der Schule. Genau. Die Schule ist für Sie von ebenso zentraler Bedeutung wie Ihr Zuhause. Ja. Ich ging sehr gern zur Schule. Ich war am Lycée Fenelon. Ich habe dieses Gymnasium 11 Jahre lang besucht und kann über das Fenelon nur Gutes sagen. Für mich war es eine Zuflucht, eine in sich geschlossene, schützende Hülle, die mich von meinem Zuhause abschirmte. C'était un refuge fermé, complet. Qui m'isolait de la maison. Nun ist es aber in dieser Zelle hier ganz anders. Das Leben hat mir eine bestimmte Rolle zugewiesen, die der Dozentin. Durch diese Hände kommt die Erkenntnis des Dozenten oder Mentors zum Ausdruck, dass diese Kugeln in sich geschlossene und fertige Organismen sind. So sehr, dass sie zerbrechen, wenn jemand sie berührt oder unvorsichtig mit ihnen umgeht. Der Mentor hat es mit starren Strukturen zu tun, die unantastbar sind. Sie wollen damit sagen, dass jedes Individuum zugleich gefestigt und unnachgiebig ist, aber auch zerbrechlich? Sehr zerbrechlich. Genau das wird hier dargestellt. Die Zerbrechlichkeit ist so ausgeprägt, dass sich diese Kugeln in einem instabilen Gleichgewicht befinden. Wenn jemand ihre Ständer berührt, fallen sie herunter. Sie machen einen also zum Verlierer. Sie sorgen dafür, dass du scheiterst. In jedem ihrer Werke schwingt dieser Aspekt der potenziellen Gefahr mit. Immer. So, als wäre da etwas in der Schwebe. Eine Bedrohung. Eine Bedrohung, mit der du umgehen kannst, an der sich aber nichts ändern lässt. Die Situation steht unumstößlich fest. Gleich als ich hierher kam, hatte ich Heimweh, ohne es eigentlich zu wissen.
Es war ein unterschwelliges, unbewusstes Heimweh. Ohne zu wissen, weshalb, fing ich an, Personen aus meiner Vergangenheit wieder zu erschaffen. Ich stand auf dem Dach des Hauses, wo sonst niemand hinkam, weil es gefährlich war, es fielen immer wieder Ziegel herunter, und dort erschuf ich alle Personen neu, die ich in Frankreich zurückgelassen hatte. Sie standen dicht gedrängt nebeneinander und verkörperten all die Personen, von denen ich niemals zugegeben hätte, dass sie mir fehlten. In Wahrheit fehlten sie mir schrecklich. Das erklärt, wie diese Arbeit zustande kam. Diese Hausfrau hier stellt eine Frau dar, die sich ihrer selbst nicht bewusst ist. Sie ist vollkommen nackt, aber sie merkt das nicht. Sie weiß nicht um ihre Nacktheit. So etwas ist durchaus möglich. Sie ist in ein Land gezogen, wo sie das Bedürfnis hat, sich etwas Neues aufzubauen, etwas zu sammeln und ein leeres Haus an sich zu binden. Diese kleine Hand, die hier herausragt, bedeutet, kommt mir zu Hilfe. Mir tut etwas weh. Ich leide unter dieser Situation. Diese Hand sagt im Grunde genommen, bitte vergesst mich nicht, kommt mich holen, es geht mir schlecht. Ich habe solches Heimweh. Hier sind es drei davon. Bei diesem war es nur eine, aber hier sind es drei. Dies hier ist natürlich ein tragisches Haus. Weshalb? Es ist nicht beleuchtet, du weißt gar nicht, was passiert. Die Tür ist ganz schwarz und sehen Sie sich die Beine dieser Frau an. Diese Frau ist sich ihrer selbst nicht bewusst. Ihre Pose ist ganz offenkundig erotisch, aber sie weiß es nicht. Es geht ihr schlecht, also ruft sie, kommt, holt mich heraus aus dieser Erotik. Das ist doch denkbar. Jedenfalls ist das meine Interpretation. Das hier passt zum Thema Zwietracht. Es handelt sich um ein Haus aus dem Süden, ein sogenanntes Courthouse. Ein Courthouse ist ein Haus, in dem die Leute miteinander streiten. Die Situation ist also sehr tragisch. Und hier sind Flügel, die ausdrücken sollen, versucht uns zu Hilfe zu kommen, versucht für Frieden zu sorgen im Courthouse. Es ist natürlich ein sehr ehrgeiziges Unterfangen, in einem solchen Courthouse Frieden zu stiften. Aus diesem Bild spricht alles andere als Ehrgeiz. Das hier ist jemand, der vollkommen resigniert ist. Diese Frau ist at peace. Sie hat Frieden geschlossen. Das ist eine Frau. Ich bin ja schließlich selbst eine, deshalb erzähle ich auch von Frauen. Ich behandle keine Themen, von denen ich nichts verstehe. Wir haben hier also ein schönes Haus, obwohl diese Häuser im Grunde alle schön sind, das sie selbst trägt. Sie ist untrennbar mit ihrem Haus verbunden. Und dennoch resigniert. All diese anderen Frauengestalten hier kämpfen um irgendetwas. Aber hier hat eine Art Breakdown, ein Zusammenbruch stattgefunden. Die Frau hat resigniert. Es gab eine Zeit in den 70er Jahren, da war ich ziemlich entmutigt. Aber danach habe ich die Ärmel wieder hochgekrempelt und angefangen zu kämpfen. In den 90er Jahren stellte ich fest, dass diese Hausfrauen für mich im Grunde leerstehende Häuser waren. Diese Erkenntnis war eine echte Überraschung für mich, ein Aha-Effekt. Und es war das Ende einer persönlichen Obsession. Ich hatte nämlich eine Zeit lang den Drang,
leerstehende Häuser zu sammeln, sie nicht nur zu malen oder dreidimensional darzustellen, sie zu bauen, sondern sie auch zu besitzen. Das führte zu heftigen Auseinandersetzungen innerhalb der Familie, weil alle mit Recht meinten, wozu brauchen wir denn ein Haus? Für mich war das der Beginn eines Bewusstseinsprozesses. Er zeigte mir, dass all diese leerstehenden Häuser eine teure Marotte waren. Wenn du kein Geld hast und leerstehende Häuser sammelst, wird es schwierig. Es gibt aber auch die andere Situation. Jemand kauft sich leerstehende Häuser und hat die finanziellen Mittel dazu, so wie das bei mir der Fall ist. Durch das Sammeln von leerstehenden Häusern stellte ich für mich selbst sicher, dass sich in diesen Häusern niemand stritt, dass es dort also keine Zwietracht gab. Wenn in den Häusern Menschen wohnten, hörte ich immer, wie sie miteinander stritten. Für mich ist das etwas absolut Traumatisches. Ich fürchte mich vor Szenen, ich habe aber nicht in erster Linie Angst vor Szenen, die sich zwischen mir und einer anderen Person abspielen, sondern zwischen zwei Außenstehenden. Natürlich hatte ich Angst vor den Szenen zwischen meinem Vater und meiner Mutter. Das war schrecklich. Um aus der passiven Rolle des Opfers in die des Retters zu wechseln, habe ich hier zwei große Pflanzen dargestellt. Sie symbolisieren natürlich Vater und Mutter. Ich bin die kleine Pflanze. Der Streit ist so heftig, dass die kleine Blume zerbricht, natürlich. Die kleine Pflanze quält sich fast zu Tode. Sie zerbricht. Doch mit der Zeit werden wir älter, jeden Tag ein Stückchen, und die Zeit heilt bekanntlich alle Wunden. Hier ist zu sehen, wie die kleine Pflanze, die fast schon abgebrochen war, einen Trieb entwickelt. Hier keimt etwas, es kommt etwas in Ordnung. Hier spielt sich das ganze Drama ab. Deshalb habe ich diesen Ausschnitt etwas vergrößert, um ihn realer zu machen. Hier ist die Bruchstelle. Die kleine Pflanze ist fast zerbrochen, aber das ist noch nicht das Ende. Der Frühling kehrt wieder und mit ihm kommt alles in Ordnung. Das Kind wird groß und überlebt. Hier lässt sich genau die Bruchstelle erkennen und die Heilung, die eintritt. Ich weiß, dass ich heute viel glücklicher und vernünftiger bin und mich mit allen gut verstehe. Heute zerbricht mich niemand mehr. Du musst dich einfach zwischen Eiche und Rosenstock entscheiden. Statt vorzugeben, dass du eine Eiche wärst, solltest du lieber akzeptieren, dass du ein Rosenstock bist. Dann zerbrichst du nicht, sondern kannst weiterleben. Meine Mutter war lungenkrank, deswegen zogen wir im Winter immer in den Süden. Diese Abwesenheiten begünstigten natürlich die amorösen Eskapaden meines Vaters, der dadurch 4 Monate im Jahr die Familie vom Hals hatte. Das war Anfang der 30er Jahre? Genau. Meiner Mutter ging es damals überhaupt nicht gut. Deshalb setzte ich ihr Schröpfköpfe. Heute kennt das kaum noch jemand, außer vielleicht die Chinesen, die diese Technik noch anwenden. Damals wurden Schröpfköpfe vorn auf die Brust und hinten auf den Rücken gesetzt. Man glaubte, dass Schröpfen und Breiumschläge den Kranken gut taten. Daraus entwickelte sich bei mir ein großes Interesse, nicht unbedingt für die Behandlung solcher Krankheiten, sondern für die Geschichte der medizinischen Behandlung. Dieses obsessive Interesse ist bei mir bis heute erhalten geblieben. Es gibt eine ganze Serie von Skulpturen, bei denen ich Schröpfköpfe dargestellt habe, die ich Jerry auf den Rücken setze. Das ist auch eine Art Exorzismus. Comme exorcisme.
Damit kommen wir zum Phänomen der Hysterie, mit dem ich mich schon im Zusammenhang mit dem Tourette-Syndrom befasst hatte. Ich erinnerte mich an den berühmten Bogen, die starre, gekrümmte Haltung, in die der Psychiater Charcot seinerzeit seine hysterische Patientin brachte. Daraus schuf ich ein Kunstwerk, das jetzt in Venedig ausgestellt werden soll. Es ist meine neueste Statue. Es handelt sich aber keineswegs um eine hysterische Frau. Das ist eine Vorstellung, die aus dem 19. Jahrhundert stammt. Im 20. Jahrhundert sind es die Männer, die hysterisch werden. Jerry lieferte dafür das anatomische Vorbild. Hier sehen wir diesen Bogen. Die Statue ist ein Mann. Die Arme brauchten wir nicht. Warum uns mit Überflüssigem belasten? Also trennten wir Arme und Kopf ab und ließen uns von dieser Pose aus dem 19. Jahrhundert inspirieren. Dieser Hysteriebogen zeigt also jemanden im Zustand der Hysterie, aber ganz allgemein auch jemanden, der leidet. Natürlich, denn diese Haltung ist Ausdruck einer enormen Anspannung. Eines Tages kam ein Besucher zu mir, nachdem er sich alle Exponate angesehen hatte und sagte, weißt du, Louise, ich war sehr beeindruckt von dieser Hysteriestatue. Ich selbst bin zwar kein Hysteriker, aber Epileptiker. Ich betrachte es als großes Kompliment, dass Max, übrigens ein sehr gut aussehender Bursche, mir anvertraute, dass er an Epilepsie leidet. Deshalb sagte ich zu ihm, dass mich eine Sache brennend interessierte. Wenn du einen epileptischen Anfall hast, empfindest du da Vergnügen? Hast du Fantasien? Hat das auch eine erotische Qualität? Da meinte er, Louise, so ist es nicht. Ich habe bei einem Anfall nur einen Gedanken im Kopf, nämlich wie ich am schnellsten auf den Boden komme. Wenn ich schon auf der Erde liege, kann ich nicht mehr fallen. Wenn ich stürze, wäre das eine Katastrophe. Deshalb geht mir in diesem Moment nur ein einziger Gedanke durch den Kopf, mich auf den Boden zu legen. Damit machte er meine Vorstellung gründlich zunichte, dass eine Person im Zustand der Hysterie zugleich auch verliebt sein muss. Natürlich, das ist auch eine recht eigene Sichtweise. Deshalb kamen wir damals zu dem Entschluss, dass Epilepsie keine Nerven-, sondern eine Geisteskrankheit ist. Und Geisteskrankheiten interessieren mich nicht, wohl aber Nervenkrankheiten. Vielleicht sollte Ihr Modell einmal in diese Zelle kommen. Denn ich halte es für wichtig, das Original neben dem zu sehen, was Sie daraus gemacht haben. Ich spreche ganz bewusst nicht von einer Kopie, denn darum handelt es sich nicht. Trotzdem haben Sie Ihr Modell hier sehr unter Spannung gesetzt. Vielleicht kann mir Jerry auf Englisch kurz etwas dazu sagen. Oder vielleicht führen Sie selbst eine kurze Unterhaltung auf Englisch mit ihm über diese Beziehung. Schließlich ist Jerry Ihr Assistent. Er kümmert sich um Ihre Kunst. Versuchen Sie nicht, Jerry zu definieren. Nein, das wäre ein bisschen schwierig. Ja, das wäre es. Jedenfalls ist er in diesem Fall wichtig. Und er ist nicht nur wichtig, sondern auch sehr nett, weil er sich zu diesen Verrenkungen bereit erklärt hat. Er hat seinen Körper dafür hergegeben. Und Sie haben ihm den Kopf abgetrennt. Das ist ein bewusster symbolischer Akt. Nein, das ist Ihre persönliche Interpretation, da übertreiben Sie. Das ist Ihre persönliche Sichtweise. Wir könnten seine Arme auch herholen. Können wir die Arme mal haben? Es gibt seine Arme, aber sie zeigen sie hier nicht. Sie fehlen einfach. Nein, in meiner künstlerischen Freiheit habe ich die Arme und den Kopf einfach weggelassen. Ich lasse jetzt die Arme holen und setze sie wieder dran, um mir die Skulptur einmal so zu betrachten. Hier. So.
Er lässt sich wieder hier dran sitzen und dann so zusammenbauen. Wir können ihn also ohne und mit anschauen. Den anderen Arm gibt es auch noch. Außerdem wird das Ganze noch in Bronze gegossen. Als ich nach dem Gymnasium auf der Kunstschule war, ich war damals 20, zeichnete ich einmal ein männliches Modell. Während ich meine Skizzen anfertigte, bekam das Modell plötzlich eine Erektion. Ich war völlig überrumpelt. Das war in der Kunstschule, ich war zutiefst überrascht. Ich dachte, es ist doch traurig, so verletzlich zu sein und vor allem so stehen zu müssen. Das ist ihm sicher peinlich. Er tat mir leid und ich hatte Mitgefühl mit ihm. Vielleicht hatte er Angst, dass wir ihn auslachen würden. Das war ihm selbst peinlich. Ich fand das ausgesprochen traurig und ich wusste nicht, wie verletzbar Männer waren. Ich wusste nicht, dass du einem Mann auch wehtun konntest. Auf diese Idee war ich nie gekommen. Aber schließlich gehst du in die Schule, um zu lernen. Und das habe ich dort gelernt. Ich bin es gewöhnt, mich um Männer zu kümmern. Warum das so ist? Ich hatte 3 Söhne und einen Ehemann. Und es wurde von mir erwartet, dass ich mich um die 4 kümmerte. Ich liebte alle 4. Ich war zwar nicht immer eine ausgeglichene Ehefrau und Mutter, aber ich liebte alle 4 und dazu noch den Hund. Als ich dieses Objekt unter den Arm klemmte, war das für mich eher ein geliebter Gegenstand und nichts, was mich erschreckte. Es war ein geliebtes Objekt und das kommt hier auch zum Ausdruck. Wenn ich diesen kleinen Phallus trage, empfinde ich ihn als etwas Nettes, nicht als etwas, dem ich wehtun würde. Heute gehört die Skulptur La Fillette dem New Yorker Museum of Modern Art. Das hier ist ein Werk von 1992, das im MoMA entstanden ist und auch dort ausgestellt wurde. Es heißt Toussaint und lässt sich vielleicht mit Dialog übersetzen. 2 Leute, natürlich ein Mann und eine Frau, stehen in einer psychologischen Beziehung, was natürlich kein Widerspruch zur Sexualität ist, aber das Ganze ist pre-sexual, also präsexuell. Es geht hier um die Anziehung zwischen dem weiblichen und dem männlichen Element vor dem eigentlichen sexuellen Akt. Es lässt sich als sexuelle Anziehung interpretieren, aber auch als das Bestreben eines Kindes, um jeden Preis unabhängig zu werden. Es entzieht sich der elterlichen Tyrannei. Das ist wie in der Geschichte vom Däumling. Er weiß nicht, was er mit seiner Unabhängigkeit anfangen soll und kehrt schließlich zurück. Was soll er auch machen, der arme Tropf? Er muss zurückkommen, weil er nicht weiß, wo er hingehen soll. Er läuft davon, aber er kommt wieder zurück. Die Eltern sind in diesem Fall sehr nett, weil sie ihn verstehen und ihn retten, indem sie ihm die Kieselsteine geben. Natürlich ist dem Kind das nicht bewusst, aber die Eltern beschützen ihr Kind. Diese kleine Figur hier hat kaputte Knie. Sie funktioniert nicht mehr richtig. Sie hängt an einem Faden, was bedeutet, dass sie nicht genau weiß, wo sie ist. Sie versucht verzweifelt perfekt zu sein, aber es fällt ihr schwer. Es braucht schon einen gewissen Mut, sich die eigene Lächerlichkeit einzugestehen. Und darum geht es in meiner Arbeit immer wieder. Allah, 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 Allah,
Nach dem Gymnasium ging ich direkt an die Sorbonne, um Mathematik zu studieren. Der Studiengang nannte sich Höhere Mathematik. Es ging vor allem um Geometrie, eine große Leidenschaft von mir. Das lag daran, dass bei mir zu Hause alles so beliebig war und sich ständig veränderte. Diese Geschichten mit den Maitressen, du wusstest nie genau, woran du warst. Als ich erkannte, dass es hier eine Wissenschaft gab, die nach absoluten, endgültigen Regeln funktionierte, war das für mich eine Zuflucht. Wenn jemand Geometrie mag und alles mit großem Vergnügen auf die Geometrie reduziert, kann er eine ironische Distanz einnehmen und Kontrolle ausüben. Du kannst den menschlichen Körper und alltägliche Objekte kontrollieren. Du kannst sie beherrschen. Was heißt das genau? Du kannst dich darüber lustig machen, sie deformieren, sie verdrehen. Dieses Gefühl der Kontrolle sorgte auch dafür, dass ich mein Heimweh in den Griff bekam. Ich wollte beweisen, dass auch ein Mensch mit Heimweh eine Daseinsberechtigung hat, dass er das Recht hat, dieses Heimweh auszusprechen und es ihm völlig egal sein kann, was die Leute darüber denken. Das war eine Art der inneren Revolte. Eine Stimme in mir sagte, du hattest eine Bilderbuchkindheit, wie es einmal jemand zu mir gesagt hatte, und du hast eine glückliche Familie, einen Mann, Kinder, einen Hund, eine Katze, ein Haus am Fluss und den blauen Himmel darüber. Trotzdem war in mir etwas gestorben und ich musste es wieder erwecken. Ich wollte das Recht wieder erwecken, unglücklich zu sein. Das Recht zu trauern, um Frankreich zu trauern. Das ist nicht besonders kompliziert, aber sehr heftig. Und es ist enorm hartnäckig. Eine Art kontrolliertes Chaos. Louise, wir sind hier an einem sehr geheimnisvollen Ort. Aber andererseits sagen Sie, dass Ihre Arbeit überhaupt kein Geheimnis hat. Hier sind sehr viele Spiegel, die uns reflektieren. Ja, der Spiegel ist ein Symbol. Diese vielen Spiegel sollen bedeuten, dass es viele verschiedene Realitäten gibt. Es gibt Ihre Realität, es gibt Jerrys Realität, es gibt meine Realitäten. Ich habe mehrere davon. Genau das bedeutet diese Installation. Der Spiegel ist ein Symbol, das für verschiedene Dinge stehen kann. Betrachten wir zum Beispiel den Mythos von Narziss. Narziss ist sehr schön, sehr stolz und sehr eitel. Er betrachtet sich fortwährend im Fluss. Warum tut er das? Wissen Sie, weshalb er sich betrachtet? Doch wohl, um sich zu bewundern, oder? Jedenfalls wird das so gesagt, aber das geschieht hier nicht. Oh doch. Als Narziss sich im Wasser betrachtete, das ihm auch als Spiegel diente, wusste er nicht, warum er sich ständig ansah. Wir wissen nicht, was er dort sah. Letztendlich war es sein Tod, dass er sich im Fluss betrachtet. Denn beim Anschauen stürzt er ins Wasser und ertrinkt. Er hat also den Sinn für die Realität verloren. Ich will damit sagen, es gibt viele Realitäten und du musst dich anpassen. Du musst die Tatsache akzeptieren, dass Menschen nicht das Gleiche sehen wie du. Sie sehen nicht, was ich sehe, und damit kann ich sehr gut leben. Aber es ist doch schon sehr wichtig. All diese Spiegel sind, das hängt mit der Ausführung der Installation zusammen, komplett beweglich. So. Alle Spiegel sind aufgehängt. Ihr Winkel lässt sich verstellen. Kommen Sie da dran? Der gemeinsame Nenner sind also die Flexibilität und die Akzeptanz in einer Welt, die wie in Granit gemeißelt erscheint und die zugleich sehr zerbrechlich ist.
Ça, c'est fait de granit. Et dans un monde qui est aussi très fragile. Dieser Käfig soll für sich selbst sprechen. Niemand kann ihn wirklich erklären. Ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel ein Kind in diesen Raum kommt und sagt, oh, das hier macht mir Angst, ich habe das Gefühl, ich bin in einem Traum. In diesem Moment könnte ich sagen, dass zwischen dem Werk und dem Betrachter ein Austausch stattgefunden hat. Diese Ideen, die mir kommen, muss ich im Vorübergehen wie Fliegen einfangen. Was aber tun mit den gefangenen Schmetterlingen oder Fliegen? Du bewahrst sie auf und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, holst du sie hervor. Es sind blaue oder rosa Ideen, Ideen, die einfach vorüberziehen für eine Zeichnung, die dann zu einem Gemälde wird oder zu einer Skulptur. Die Bildhauerei ist das Einzige, das mich wirklich befreit. Sie hat eine übergeordnete Realität, die sich greifen lässt. Vielleicht wären echte Personen aber noch besser als die Bildhauerei. Das Zusammentreffen mit echten Personen, das Sprechen mit echten Personen, der Austausch mit ihnen. Das wäre so, als würde ich Besucher in meine leerstehenden Häuser hereinlassen.